Mein Name ist Manuel Diaz-Diaz. Ich bin im technischen Service bei Mahle Aftermarket. Hier im technischen Service machen wir die Reklamationsbearbeitung der Kunden. Wir machen Schulungen in Theorie und Praxis. Und wir machen auch die Technical Messenger, die Schadensbroschüren, aber auch seit ungefähr über einem Jahr die Mahle Aftermarket Produkthotline. Also ich bin seit 2016 jetzt bei Mahle. Ich bin hier in fast allen Bereichen unterwegs. Also das heißt, ich bekomme aus den ganzen Bereichen, sage ich mal, die Sachen mit, was ja unter anderem, sage ich mal, auch wichtig ist, um die ganzen Informationen zu bündeln und das Ganze dann praktisch weiterzugeben. Also die Produkthotline haben wir eingeführt vor über einem Jahr aus dem Grund, dass es oft, sage ich mal, in der Werkstatt zu Fragen kommt bei den Mechanikern, wenn sie irgendwie jetzt auf ein Produkt stoßen, das vielleicht neu ist, weil die Produktlebenszyklen werden ja immer kürzer. Das heißt, der Kunde oder der Mechaniker kann direkt anrufen und bekommt auch direkt jemanden ans Telefon, der ihm die Fragen praktisch beantworten kann, die er hat. Wir nutzen die Gespräche aus der Hotline, aber auch die Gespräche während den Schulungen bei den Kunden vor Ort und auch, sage ich mal, was wir in den Reklamationen entdecken, all das, sage ich mal, versuchen wir zusammenzuführen und den Kunden dann zu helfen und dadurch dann die Schadensbroschüren oder auch die bekannten Technical Messenger zu erstellen. Ein Technical Messenger ist praktisch auf einem DIN A4-Blatt in Schrift und in Bild versucht, das Problem zu erklären, wie genau es entsteht und wie ich da praktisch Abhilfe schaffen kann. Durch die gesammelten Informationen, die geben wir natürlich auch weiter dann an die Fertigungswerke und dadurch versuchen wir natürlich stetig dann auch die Qualität zu verbessern und die Produkte, sage ich mal, auch für die Zukunft, dass sie weiterhin super sind.